Schönen guten Tag, ich bin Oliver Wilmering, der erste Vorsitzende im Schaustellerverband Düsseldorf. Ja, wir stehen ja hier am Tonhallenufer, so heißt das hier. Die wievielte Kirmes ist das in diesem Jahr? Wir haben in diesem Jahr hier am Tonhallenufer ganz genau die 29. Frühlingskirmes. Es ist ja zweimal ausgefallen durch Corona und im nächsten Jahr feiern wir ein großes Jubiläum. Wie läuft's bis jetzt? Wir sind sehr zufrieden. Man sieht einfach, das Publikum stimmt ja mit den Füßen ab. Sie sind einfach alle da, sie sind alle gekommen. Man merkt auch einen gewissen Nachholbedarf. Die Bevölkerung freut sich einfach wieder mal, vor die Tür zu dürfen und was machen zu können. Was wird hier alles geboten? Ja, wir haben natürlich unsere Kinderkarusselle, Fahrgeschäfte. Auch für die rasanten Fans haben wir etwas da mit dem Big Spin. Aber auch den Autoscooter, die Geisterbahn, den Musikexpress, Familienachterbahn, Simulator haben wir hier. Und darüber hinaus gibt es ja verschiedene Spielgeschäfte, Ballwerfen, Kentucky Derby, Losbude, wir haben alles dabei, Entenangeln. Und was die Gastronomie betrifft, da sind wir sehr gut aufgestellt. Also ich würde mal fast sagen, von der Currywurst bis zum Scampi-Spieß gibt es hier alles. Und darüber hinaus natürlich auch die gebrannten Mandeln, den Eisbecher und was das Kirmesherz begehrt. Bis wann geht das hier noch? Wir sind noch hier bis zum Sonntag, den 8. Mai und waren dann am Stück 10 Tage in Folge hier. Ist das hier eine Familienkirmes? Absolut, wir legen da großen Wert drauf. Wir sind eine reine Familienkirmes, aber wir sagen auch trotzdem, unser Klientel ist vom Kindergartenalter bis zum Rentenalter. Alles für alle ist hier was vertreten. Wie kommt man am besten her? Ja, es gibt hier natürlich ÖPNV, sehr gute Anbindung mit allen Straßenbahnen und Buslinien in Düsseldorf, aber natürlich auch hier sofort direkte Anbindung aus der Altstadt, fußläufig, sogar von drüben, von der Oberkasseler Seite, wo ja immer die größte Kirmes am Rhein stattfindet. Selbst da ist es eine Station von der Lugallee mit der Straßenbahn. Was ist in diesem Jahr noch geplant? Ja, wir haben ja in Düsseldorf bei uns jetzt gerade die Osterkirmes gehabt, auf dem Staufenplatz. Jetzt sind wir hier auf der Frühlingskirmes am Tonhallenufer. Es sind alle weiteren Events in Düsseldorf geplant und unser großes Highlight, wo ja unser Schützenverein, der San Sebastianus Schützenverein von 1316, der Veranstalter ist, die größte Kirmes am Rhein, unser Highlight im Juli, da freuen wir uns sehr drauf. Wie ist das eigentlich entstanden mit der Kirmes hier am Tonhallenufer? Ja, es ist schon viele Jahre her. Es gab immer das Gelände in Bilk an den Bilker Arkaden, wo heutzutage die Bilker Arkaden stehen. Da war ursprünglich mal die Düsseldorfer Frühlingskirmes. Und dann vor vielen, vielen Jahren, als das Gelände anders genutzt wurde, hat unser damaliger erster Vorsitzender Bruno Schmelter dann das hier auf diesem Gelände ins Leben gerufen, wofür wir heute noch sehr dankbar sind. Betreiben Sie auch selber Kirmesgeschäfte? Natürlich, ich bin Schausteller durch und durch. Bin selber in der vierten Generation und betreibe jetzt hier einen Ausschankbetrieb. Aber ansonsten bin ich unterwegs mit einer Brezelbäckerei, aber auch auf dem Weihnachtsmarkt mit unserem Glühtürmchen vielfach vertreten, ja. Im Moment geht das ja durch die Presse, dass sich einige an den alten Bemalungen der Schausteller stören. Was meinen Sie eigentlich dazu? Naja, ich sag mal, generell sind ja Geschmäcker und Ansichten immer verschieden. Das muss auch so bleiben, das ist auch gut so. Das macht ja die Menschheit aus. Aber ich weiß nicht, ob man da alte, nostalgische Bemalungen jetzt so kritisieren muss. Jeder hat seine Meinung, aber Zeiten ändern sich auch und das gesamte Verhalten der Menschheit ändert sich immer mal, auch das Freizeitverhalten. Und so gäbe es ja viele Sachen, die man kritisieren könnte, auch außerhalb der Schaustellerei. Es gibt ja auch bestimmt Menschen, die mit dem Volksfest und der Kirmes nicht anfangen können, denke ich mal, oder? Ja, das ist schade. Dann sollten Sie sich vielleicht darüber mal Gedanken machen und darüber informieren. Weil Kirmes ist ja ein Ursprung von allem. Kirmes kommt von Kirchweih, Kirchmesse. Und wir haben eine jahrhundertelange Tradition. Und wir sind ein Stück Kultur. Und ich denke, wer damit nichts anfangen kann, sollte sich etwas in die Materie einlesen, denke ich. Denken Sie, dass manche Leute vielleicht mal über den Tellerrand schauen sollten? Ja, das sollte man generell tun. Nicht nur in Sachen Kirmes und Volksfeste, auch generell im Leben. Ich selber habe mein eigenes Lebensmotto als Schausteller, dass ich sage, sowohl im privaten Bereich als auch im beruflichen Bereich, man muss sich immer selber reflektieren. Man muss bereit sein, sich zu korrigieren und man muss auch eine gewisse Empathie aufbringen. Und das ist aber generell nicht nur in der Schaustellerei, das ist fürs ganze Leben wichtig.
Sind Sie der Ansicht, dass man momentan vielleicht auch mal auf andere, wichtigere Dinge schauen sollte und vielleicht nicht auf irgendeine Bemalung von Schaustellergeschäft? Ja, wissen Sie, also wir haben ja sowieso keine einfache Zeit auf der gesamten Welt. Und wenn man sieht, was in der Welt so los ist, dann ist es natürlich so, dass es mit Sicherheit viel wichtigere Sachen gibt, als vielleicht eine alte Bemalung aus einer anderen Zeit auf einem Kirmesgeschäft, die vielleicht heute nicht mehr ganz zeitgemäß ist, die aber auch kein Weltuntergang ist. Und von daher denke ich schon, es gibt gerade auf der Welt Sachen, ja, die viel katastrophaler und viel schlimmer sind, wo wir alle sehr mitfühlen und sehr solidarisch sind. Ja, wir freuen uns über jeden Besucher und Besucherin, die hier zu uns hinkommen. Wie gesagt, noch bis zum Sonntag, den 8. Mai, sind wir hier. Wir haben am morgigen Freitag, den 6. Mai, ein großes Höhenfeuerwerk. Drüben von der Oberkasseler Seite wird es gegen Einbruch der Dunkelheit abgeschossen. Da freuen wir uns auch sehr drauf. Ja, und dann sind wir noch bis Sonntag hier und freuen uns natürlich über sämtliche Familien, Besucherinnen und Besucher, die uns hier auf unserer tollen kleinen Familienfrühlingskirmes besuchen. Ja, hallo, ich bin die Frau Kniegerfuß aus Wiesbaden. Ihr habt ja ein herrliches Geschäft hier. Wie heißt das? Das ist der Hollywood-Star und ja, mit dem reisen wir schon mehrere Jahre. Und das ist ja schon ein Oldtimer, ein Klassiker, kann man sagen, ne? Oder? Ja, aber ich würde sagen, es ist ein Evergreen, ne? Richtig. Immer aktuell, immer aktuell. Können Sie uns was zum Geschäft sagen? Wie lange dauert der Auf- und Abbau? Kommt dafür aufs Personal drauf an, ne? Also theoretisch zu dritt, Aufbau einen Tag, Abbau 6 Stunden so ungefähr. Auf wie viel Transportern wird das verladen? Mittelbau ist eins und dann kommt der Packwagen noch. Ja, 2 Stück. Ja, und euer Geschäft ist ja für die ganze Familie geeignet, ne? Ja. Und die Besonderheiten, das fährt nicht nur vorwärts, sondern auch seitwärts und rückwärts. Und rückwärts, ja. Das ist dann das Kribbeln im Bauch, die Rückwärtsfahrt. Ja, euer Laden ist ja schon was älter, aber der sieht sehr, sehr gepflegt aus. Es wird auch immer was dran gearbeitet. Jetzt Corona-Zeit hat man ein bisschen Zeit, obwohl wir uns dann was anderem wieder gewidmet haben. Ja, es ist immer was zu tun bei uns, immer. Und was habt ihr sonst noch für Geschäfte? Wir haben einen Autoscooter. Ein Hurricane haben wir noch und ein Polyp, das Beachmonster. Ja, dann vielen Dank für das nette Interview und alles Gute für die Zukunft. Ich bedanke mich bei dir und wünsche dir auch alles Gute. Übrigens ist das Geschäft vom Hersteller Fez aus Deutschland, Baujahr war 1978. Hallo, ich bin der Maximilian Welte. Ich bin hier mit dem Fahrgeschäft der Wixblitten am Tonlandufer zurzeit. Sag mal Max, kannst du uns was über das Geschäft sagen? Wann ist das Baujahr? Baujahr ist 2010. Von dem Fahrgeschäft hier. Der Wixbin ist selbsterklärend, 12 Arme, also 12 Ausleger, die pneumatisch nach oben schießen. Ja, das Fahrgeschäft gibt es von der Bauart 2-mal in Deutschland. Also sind wir eigentlich, würde ich mal so behaupten, was Besonderes. Wer ist der Hersteller? Das ist Fabi aus Italien. Wir sehen ja hier die Steuerung. Kannst du uns vielleicht mal erklären, wie das funktioniert? 2 Startknöpfe, grünes Licht hier für die Bügelfreigabe. Wenn sie an ist, sind die Bügel unten und wir können losfahren. So, und dann geht's los. Was sind das sonst noch für Knöpfe, die wir hier sehen? Ja, hauptsächlich Licht. Hier habe ich die 12 Ausleger. Die kann ich natürlich hier elektrisch ein- und ausschalten. Ist das schwierig, das Geschäft zu steuern? Naja, schwierig würde ich jetzt nicht behaupten. Ich glaube, man findet so seine Art und Weise, aber wenn man eigentlich einmal drin ist, dann ist man drin. Auf wie viel Transporter wird das verladen? Na, 2 Transporter. Einmal hier die Rolle, die daneben steht, und einmal der Mittelbauwagen. Habt ihr irgendwelche Schwertransporter? Eigentlich alle unsere Transporter sind Schwertransporter, ne? Höher, breiter, schwerer. Ist das mit Wegstrecke? Ja, auch. Auch mit Wegstrecke, natürlich. Ist ja ganz schön aufwendig. Ja, aufwendig ist es, aber machen wir lieber so, als wenn wir dann noch einen 3. Transporter dabei haben, ne? Wie lange dauert der Auf- und Abbau? Tja, wenn die Mannschaft gut dabei ist, wenn sie alle Lust haben, dann bauen wir das Ding hier in so knappen 4, 4,5 Stunden, fahren wir vom Platz. Und der Aufbau? Ja, ich sag mal einen guten Tag. Den 2. Tag widmen wir dann der Wäsche. Ne? Einmal alles sauber machen, Rückwand, einmal schön Fußboden, Gondeln abledern und. Ne? Maschinen, Transporter, LKWs. Das Geschäft habt ihr ja von Ronny Deinert übernommen. Ja, 2019, genau. Wie habt ihr jetzt die Corona-Zeit erlebt? Wie wir die erlebt haben? Naja, wir haben das Fahrgeschäft gekauft. Und dann war günstigerweise direkt Corona, also der Start war nicht so klasse.
Aber wir fuchsen uns schon rein, ne? Ja, also ich bin die Janine Ratschelers. Ich bin die Freundin von Max. Bist du von privat oder Schaustellerin? Nee, wir sind auch Schausteller. Wir reisen eigentlich mit Ausschank und mit der Cocktailbar noch mit bei. Wie hast du jetzt die Corona-Zeit erlebt? Ja, da wir viel zu Hause waren, war es natürlich komplett anders, ne? Ein ganz anderes Leben. Komisch halt, ne? Aber wir sind auf jeden Fall froh, dass wir endlich mal wieder rausfahren dürfen. Ja, kannst du uns noch was zu eurer Achterbahn sagen? Wie heißt die? Der Name von Achterbahn ist Speedy. Wie lange dauert der Auf- und Abbau? Ein Tag, zwei Tage mitwaschen, bisschen Wartung und so, ne? Auf wie viele Transporter wird das verladen? Auch auf zwei Transporter, genau wie der Big Spin. Was habt ihr da alles an Deko? Ja, wir haben einen Haufen Kakteen, wir haben den großen Käse, wo die Maus sozusagen durchfährt. Ja, wir haben vor einem Jahr unsere Front neu gemacht. Die Panos vorne sind schön beklebt, schön bemalt, alles. Die Schiene wird nicht jedes Jahr, aber alle zwei Jahre wird die einmal neu lackiert, dass das auch immer schön alles top in Form ist. Wer ist der Hersteller der Anlage? Das ist SDC aus auch Italien. Wie wird das eigentlich aufgebaut? Ja. Naja, es wird die Sohle gelegt, dann werden die Böcke hingestellt und dann kommen die Schienen rein. Die Schienen sind ca. 5-6 Meter lang. Jede Schiene hat drei Böcke darunter. Und ja, ganz zum Schluss die Deko, die Bilder vorne, der Fußboden vorne, dann der Käse wird aufgebaut und. Wird der Ein- und Ausstieg integriert in die Anlage? Natürlich, das gehört mit zum Fußboden. Muss man natürlich auch alles umbauen, aber haben wir gemacht. Auch eine sehr schöne Achterbahn und sehr kreativ hier mit dem Käse. Ja, natürlich. Erkennungsmerkmal, ne? Das stimmt. Dann vielen Dank für das nette Interview und ich wünsche euch hier noch viel Spaß und Erfolg am Tonhallenufer. Ja, ich danke dir. Viel Erfolg dir auch noch, ne? Hallo, herzlich willkommen hier am Tonhallenufer. Mein Name ist Simon Laumburger und das ist mein Geschäft, Früchtetraum. Ja, und bei dir gibt es die kirmestypischen Leckereien. Ach, wir haben hier ganz viele Früchte, von Erdbeeren bis zu Ananas, bis zu Datteln, bis zu Himbeeren. Also wir haben hier wirklich alles. Ja, und vor dir ist ein Werkzeug. Kannst du uns vielleicht mal zeigen, wie du hier sowas herstellst? Also hier, das sind unsere Wemmeries hier. Hier kommt Schokolade rein und die wird über Nacht, wird die dann geschmolzen, wird flüssig. Und dann gießen wir hier mit der Kelle, gießen wir über die Früchte. Und dann werden die fertig. Dann kommen die in den Kühlschrank rein und dann werden die hart. Und dann sind sie zum Verzehr fertig. Und ihr habt ja auch einen ganz tollen Wagen, der ist ja super gestaltet. Ja. Kannst du uns vielleicht mal rumführen, was es hier alles an Leckereien gibt? Klar, gerne. So, haben wir hier den Klassiker auf der Kirmes, die Vollmilchschokolade-Erdbeer. Dann haben wir hier auch noch zum Beispiel hier einen roten Apfel mit Streuseln. Kommt auch sehr gut an bei den Kindern. Und in der wievielten Generation bist du jetzt Schausteller? Wir haben früher schon Zirkus und sowas gemacht und Hochseil und mehrere Sachen. Mein Vater macht jetzt hier den Früchtewagen, jetzt das erste Mal. Und willst das später mal übernehmen hier? Auf jeden Fall. Und du machst das richtig mit Herzblut hier? Auf jeden Fall. Dann zeig mal weiter, was hier alles an Leckereien gibt. Wir haben jetzt hier nicht nur Früchte, aber auch hier zum Beispiel einen Käsekuchen mit verschiedenen Früchten oben drauf, mit Blaubeeren, Johannisbeeren oder hier ein paar Pralinen oben drauf. Da haben wir hier auch zum Beispiel auch nicht nur Früchte, auch mal eine Milchschnitte oder so mit Schokolade. Das kommt auch sehr gut an. Oder beim heißen Wetter auch mal hier einen schönen Melonenbecher. Kommt sehr gut an. Wo geht's in diesem Jahr noch hin? Ganz durch Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, überall. Der nächste Platz ist Krefeld. Da geht es zum Beispiel nach Geldern und so weiter, Oberhausen. Bis wir da am Ende in Soest angekommen sind und da ist dann Schluss für die Saison. Kommt ihr gerne her? Wir sind immer von 1 Uhr meistens bis 10 Uhr bis 11 Uhr oder vielleicht noch länger. Haben wir auf. Also hier beim Früchteparadies gibt es so viel Auswahl, dass ich mich dazu entschieden habe, hier nur einen kleinen Teil zu zeigen. Und wenn ihr jetzt auch Hunger bekommen habt auf kirmestypische Spezialitäten, Fahrgeschäfte und mehr, dann besucht doch mal die Frühlingskirmes am Tonhallenufer in Düsseldorf, die noch bis zum 8.5.2022 stattfindet. Also nichts wie hin.